Und jetzt Hanna und Nele gegen Alexander Bommes und Stefan Kretschmar. Unsere Taktik: gewinnen. Das Handballduell. Nele und Hanna behaupten, wir schaffen mehr Handlings als die ehemaligen Handballprofis Alexander Bommes und Stefan Kretschmar. Die Gegner müssen in 90 Sekunden so viele Handlings wie möglich schaffen. Dabei halten sie einen Ball zwischen ihren Beinen in der Luft, indem sie durch das Wechseln der Hände, dem sogenannten Handling, nach ihm greifen. Jeder Handwechsel bringt einen Punkt. Dabei darf der Ball kein anderes Körperteil oder den Boden berühren. Das Team mit den meisten Handlings gewinnt. Und Nele und Hanna beginnen. Klein gegen groß. Auf, los geht's. Los! Eins, zwei, los. Hier. Und nicht nachlassen. Ihr habt noch 45 Sekunden. Wir gehen langsam auf die Zielgerade, noch 30. Das ist eine sehr ausgefeilte Technik. Noch 15. Noch 10. Hier. Und die letzten Sekunden. So, ihr beiden, da habt ihr kräftig vorgelegt. Wir werden das jetzt mal addieren, kommen damit zu einer Gesamtzahl von 489. 489 Handlings. Hier sehen wir noch mal spektakuläre Zeitlupenbilder. Man sieht, dass es ein ganz feiner Rhythmus ist und wirklich auch wichtig, die Technik nicht aus dem Blick zu verlieren. Sehr gut gemacht, ihr beiden. So, ihr könnt für den Moment entspannen. Jetzt wird es für die Großen ernst. Es gibt kein Zurück mehr. Also ihr habt ja echt gute Kopfhörer, aber dass so ein Studio vibriert, ist kein gutes Zeichen für uns, oder? Ich glaub, sie waren gut. Ja. Naja, mal schauen. Auch nett, dass man uns hier Spiel mit das Lied vom Tod auf die Kopfhörer gelegt hat. Das wird so lustig jetzt. Oh, doch, das Hemd aus, ja? Naja, ich glaube schon. Ja, naja. Wird nötig sein. Okay, ihr beiden. Seid ihr bereit? Eigentlich nicht. Aber wat mut dat mut. Tief runter. Okay. Wat mut dat mut. Dann auch für euch 90 Sekunden. Auf, los geht's. Los! Ach, halbes Tempo, halbes Tempo. Aber man sieht schon hier, auch die beiden auf jeden Fall ehrgeizig. Alexander Bommes mit feiner Technik. Aber wie die Kollegen auf dem Sofa vorhin schon vermutet haben, hinten wird die Ente fett. Wie sieht das Ganze aus? Noch eine Minute! Wenn die Muskulatur in den Beinen langsam ermüdet.
Aber bis hierhin eine super Leistung. 45. So, und gleich kommen wir zu den letzten 30 Sekunden. Und da wollen Sie ja noch mal Gas geben. Und die letzten 30. Guck mal da. Komm, weiter, Grätsche, weiter. Zieh, Grätsche. Quäl dich, du Sau. Noch 15. Oh. Noch 5. Alter. Sauer. Oh Gott. Sani. So, meine Fresse. Alexander, am Montag fängt ja... Sprich mich doch nicht an. Ja? Nein, aber wir hatten doch vereinbart, dass du noch ein bisschen Werbung für Gefragte Jagd machen kannst. Das geht ja am Montag wieder los. Das wäre jetzt Montag, der Moment und das ist deine Kamera. Ja, die schnellsten, die schlauesten im ersten. So, wir könnten im Grunde genommen langsam zur Siegerehrung kommen, aber wir wollen den beiden die Möglichkeit geben, wieder am Leben teilzuhaben. Ihr habt 313 Handlings insgesamt. Nele und Hanna, kommt rüber. Komm mit runter. Junge. 313 Handlings waren es bei Alexander Bommes und Stefan Kretschmer. Und bei Nele und Hanna waren es, hier ist die Entscheidung, 489. Aber trotzdem, großen Respekt auch an euch. Ja? Hanna und Nele gewinnen das Handball-Duell.